Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6 und wir sind hier in Maria Marquesas Privatsitz. Haben in der letzten Folge die Bude erstmal aufgeräumt, Soldaten sind keine mehr hier. Wir haben alles gesammelt, was es zu sammeln gilt und auch ein bisschen was zum Lesen gefunden. Und jetzt geht's zu Pichu. Der möchte mit uns quatschen, der wartet gleich auf mich vor der Villa, da ist er ja schon. Vor der Villa. Naja gut, vor der Villa stimmt schon, vor der Villa ist vor der Villa. Das ist es. Sektor des Eltos. Okay, Maria hat ja schon das beste Equipment. Wir müssen es nur noch einschalten. Wir? Man sollte meinen, dass sich Thalia um die Antenne, Lichter und Lautsprecher kümmert, oder? Aber nein. Okay, okay. Ich helfe. Scheiße, Mann. Ich habe einen Roadie und Radio Libertad wird Wirklichkeit. Ich bleibe hier und überwache deinen Fortschritt. Blödes Arschloch. Ach, der Bicho, was macht ihr denn jetzt? Jetzt guck mal, was der macht. Da ist schon die Bühne aufgebaut für Maria Marquesa, Camila Porlasenda, del Verdadero Yarano. Da kann sie eine Rede halten. Oder vielleicht auch wir. Der liegt draußen vor der Villa auf dem Boden. Und wo gehst du hin? Das interessiert mich jetzt schon. Kümmere dich darum, dass die Geräte für die Sendung laufen. Naja, ist doch schon okay. Bicho braucht meine Hilfe dabei, die Geräte zum Laufen zu bringen. Hey, die Beleuchtungssteuerung ist auf dem Dach. Vorne auf der Villa. Hast du jetzt hier was an die Wand, oder wie? Ach, tatsächlich, Maximas Matanzas. Cool. Na, jetzt ist klar, dass wir hier waren. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Jetzt ist ein Graffiti an der Wand und wenn Maria Marquesa das nächste Mal hier langkommen sollte, dann weiß sie ganz genau, das FND-Militär kann hier nichts mehr vertuschen. Sie weiß ganz genau, wir waren hier. Na gut, dann springen wir rum, mein Lieber. Wir kümmern uns mal um den Rest. Was ist hier los? Kümmere dich darum. Fangen wir mal hier an. Wir haben die Konsolen ja schon in der letzten Folge gesehen und wussten nicht, was wir mit ihnen anfangen sollen. Verdammt, Marquesa hat ein professionelles Lichtpult. Guck mal einer an. Ein paar Mal draufhämmern, das Ganze hat sich schon. Sehr schön. Vielleicht sollten wir erstmal die Leichen hier wegtun. Weil die liegen ja auch noch überall rum. Sehr komisch. Hm? Läuft da Musik? So, dann machen wir das nochmal. So, das sollte dann für einen Ton gewesen sein. Jetzt bin ich ein Guerilla-Roadie. Da oben wird gerade wieder heftig gekämpft. Ich weiß gar nicht, was da wieder abgeht. Und das Pult da unten. Nummer 3 von 3. Aber ich bin wirklich gespannt, ob das jetzt wirklich ein Erfolg werden wird oder ob da gleich Soldaten ankommen und uns dann hier in den Tod schießen. Man weiß es noch nicht, aber wir werden es definitiv in dieser Folge rausfinden. Okay. Die Antenne ist bereit. Bicho, es ist alles bereit. Okay, kommt auf der Bühne auf den Dach. Improvisation vom Feinsten. Wir sind so kurz davor, Dani. Eieieiei. Cochon ist so lebensecht. Wo stecken Paolo und Thalia? Sieht scheiße aus. Das passiert immer. Das passiert immer vor einer Show. Endlich. Verdad sobre todo. 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 Falla, porque la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya. Y bueno, es un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me traya. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando. Fick Castillo! Fick Marquesa! Fick das Paradies! Rico de la Muerte! Wir hören nicht auf, verstanden? Na und wie ich's mir gedacht habe, da kommt's zum Gegenschlag. Das Konzertequipment wird angegriffen. Dani, beschützt die Ausrüstung! Die Soldados werden versuchen, unsere
Sender zu zerstören. Wenn das Equipment hin ist, ist Radio Libertad erledigt. Das lassen wir. Und jetzt wissen wir wenigstens, warum es hier so viel von dem Zeug gibt. Also von Munition und... Was ist denn da unten jetzt los? Achso, das System, die wir verteidigen sollen. Okay. Von Munition und natürlich aber auch von... Diesen schönen MGs hier. Die Soldaten kommen natürlich, wie ich es erwartet habe. Aber das wäre ja auch ein richtiger Fail, wenn sie es nicht tun würden, ganz ehrlich. Das Konzertequipment wird schon wieder angegriffen. Woher denn? Na nü? Wer greift das denn an? Ja, die da hinten wahrscheinlich. So, der ist gleich am Explodieren, sehr schön. So, nächstes Fahrzeug kommt. Am Himmel ist dieses Mal die Luft rein. Ey, so viel Zerstörung in Marias Vorgarten. Okay, keine Munition mehr. Scheiße, das ist natürlich nicht gut, aber da drüben haben wir noch einen. Dann geht's halt hier weiter. 18 Schuss nur. Ach so. Der kann ein bisschen was anderes als der da vorne. Das finde ich aber auch in Ordnung. Schön, 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 schön. Okay, irgendwas wird schon wieder angegriffen. Die Lichtanlage. 85% Übertragungsantennen, 86% Lautsprecher, noch 100. Ja, es hat nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, nur wir machen da keinen Schaden, wenn wir da drauf ballern. Okay, da wir auch schon die nächsten Kugeln einprallen. Den nächsten erledigt. Sehr schön, das läuft gut. Es läuft noch ziemlich, ziemlich gut hier. Ui, Panzer. Scheiße. Die Mistkerle haben einen Panzer. Eieieiei. Wir haben es gerockt. Beste Show aller Zeiten. Moment. Ist Thalia wieder am Mikro? Okay. Zugabe! Uiuiuiuiuiuiuiui. Okay, das wäre der Panzer gewesen. Ach du Kacke. Eine Zugabe gibt's auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, bei uns aber dann wohl auch. So, und da oben sieht man das. Das sind die beiden. Thalia als Sängerin unterwegs. Natürlich wie immer. Funktioniert das Teil wieder? Nee. So, kommt noch jemand da hinten? Geiseln. Was für Geiseln? Die kommen jetzt definitiv nicht. Okay, da unten wieder ein bisschen was zum Looten. Guck mal, da haben wir noch ein bisschen Benzin und so. Gerade überlegt, ob wir vielleicht draufschießen, dann wird das nämlich explodieren, aber das verzichten wir mal drauf. So, ich weiß auch gar nicht, ob das eine gute Idee ist, dann mal unten stehen zu bleiben. Vielleicht sollte man eher nach oben gehen oder weiter nach unten gehen. Ich weiß es gar nicht. 69% bei den Übertragungsantennen, 71% bei der Lichtanlage. Noch sind wir ganz gut dabei. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach unten. Und kümmern uns mal von hier aus darum. Dann können wir uns nämlich gleich mal den ganzen Fahrzeugschrott und so weiter und so fort auch mitnehmen.
Ja, das ist gar nicht so leicht, alle Seiten hier im Auge zu behalten. Okay, die wäre weg. Boah, das sieht geil aus. Hallo, hallo, hallo. Das sieht geil aus auf jeden Fall. Ui, nein, nicht jetzt die Wachs. Nicht jetzt. Oh, bitte nicht. Jetzt fängt es an zu laggen. Okay, aber hat schon wieder alles im Griff. Sehr gut. Uiuiuiui. Aua. Kurz eine Anrauf und das Ganze hat sich schon wieder. Eieieiei, okay, da ruckelt es ein bisschen. Wahrscheinlich ist hier schon zu viel Zerstörung. Aber das bekommen wir hin, das schaffen wir. So, der wäre weg. Sehr schön. Wir holen uns mal das restliche Benzin, das hier rumsteht. So, wer ist das denn gewesen mit der Zugabe? Da oben sind die beiden. Und Beecher auch irgendwo. Hey Danny, was hältst du davon, wenn wir die Show mit einem Knalleffekt beenden? Haha, scheiße, ja. Schön. Maximus Matanzas gibt euch mehr davon. Niemand, weder Castillo noch Marquesa, bringt uns zum Schweigen. Und wir haben das Ding eigentlich ganz gut gerockt. Nichts ist zerstört worden, die Lautsprecheranlage sogar noch zu 100% überlebt. Also das war auf jeden Fall ein Erfolg. Es ist vorbei. Wovon redest du, Paolo? Du hast es Marquesa gezeigt. No tenemos miedo, mi gente no falla. Jetzt denkt sie also, sie wäre so hart wie Libertad? Soll ich nach Amerika fliehen, als wenn ich eine Pussy wäre? Verdammt, Talia, wir könnten dort ein Leben haben. Oh ja, wir lächeln die Yankees an, denen wir die Klos putzen. Lächeln, wenn sie sagen, wir sollen dahin zurück, wo wir herkommen. Sie wollen uns nicht, Paolo! Mein Leben ist hier, im Kampf mit Libertad! Libertad? Libertad will nur unsere Fans! Meinst du, Clara Garcia gibt einen Scheiß auf dich? Mich, Danny? Entspann dich. Jetzt bist du also gegen Libertad? Nach allem, was wir durchgemacht haben, die OPs, deine Familie... Meine OPs! Meine Familie, nicht deine! Das ist nicht mein Krieg! Wenn es vorbei ist, werde ich trotzdem mein Leben lang kämpfen. Hast du etwa vergessen, dass ich eine Transperson in Yara bin? Also rede nicht, als wüsstest du, wie das für mich ist. Ein echter Mann? Haut nicht ab. Suerte. Das wird schon. Die kommen klar. Das glaube ich nicht, mi amigo. Torre de Leon in Esperanza. Miss Tilly, ich habe leider nur ein paar Minuten. Dann legen wir los. Verbringen Sie viel Zeit mit Ihrem Vater? Er ist ein toller Lehrer. Und Ihre Mutter? Que clase de tontería es esta, María? Das ist der amerikanische Stil. Reden wir über Viviro. Ein Krebsmedikament, das Leben auf der ganzen Welt verlängert. Außer in den Vereinigten Staaten. Mein Vater ist im vierten Stadium. Warum lassen Sie Amerikaner warten? Sehr amerikanisch zu erwarten, was einem nicht gehört. Sie ignorieren diplomatische Avancen, selbst versprechen, die Blockade aufzuheben. Das mit Ihrem Vater tut mir leid. Doch Amerika wird warten. So wie alle anderen auch. Gestern wurde Ihr Sender Yara Vision von Rebellen übernommen. Sie verlangten die Befreiung sogenannter Parias aus Viviro-Arbeitslagern. Wird Viviro mittels Sklavenarbeit produziert? Wahrheit oder Lüge? Die Wahrheit natürlich. Yara hat es nicht erfunden. Sklaverei war ihr erstes Geschäft. Von 1800 bis 1860. Baumwolle, das Exportgut. Von wem angebaut? Ein Augenblick. Sklaven. 4 Millionen Amerikaner mit einem Wert von 3,5 Milliarden Dollar. Ihr wichtigster Wirtschaftsfaktor waren Menschen, die aussahen wie ich. Wie nennt man das? Eine Geschichtsstunde? Einen Vorsprung. Ersetzt durch eine reiche Gefängnisindustrie, die den Insassen Centbeträge bezahlt. Amerikas nicht allein in... Korrekt. Kinder nähen Kleidung. Handys sind aus Sweatshops und Viviro rettet Millionen Leben. Meinen Sie, es schert diese Leben, woher es kommt? Santos Espinosa richtete ihren Vater während der kommunistischen Revolution 67 hin. Sie wurden mit 13 Jahren verhaftet, als sie so alt waren wie Diego. Wer hat sie unterrichtet? Meine Mutter war eine wunderbare Lehrerin.
Sie mussten angeblich 15 Jahre Zwangsarbeit erdulden. Auf den Tabakfeldern. Man sagt, sie hätten die Klinge noch. Wenn Yara zum Paradies wird, wenn ich mein Vivero freigebe für Amerika, meine Methoden, ihre Fragen sind dann egal. Sind wir fertig? Für Ihren Vater. Interessant, interessant, interessant. Der erhöhte Militärpräsidents. Das wird Maria definitiv hinter uns her sein, so viel ist sicher. Naja, das heißt also jetzt, die Ränge sind hier mal wieder gestiegen. In Balaceras und so weiter und so fort, aber natürlich auch in Esperanza, mittlerweile Rang 11. Und interessant, was wir da jetzt wieder alles rausgefunden haben. Ein Interview von einer amerikanischen Journalistin. Ich gehe deswegen extra in das Kartenmenü rein, weil da ist ja nicht so viel Hintergrundgeräusch und nicht so viele Gespräche, wie wenn wir jetzt hier im Lager wären. Deswegen hier die kleine Übersicht. Kernherausforderungen haben wir auch abgeschlossen. Ein Interview mit einer amerikanischen Journalistin, mit einer amerikanischen Reporterin über Vivero. Und da hat man ganz gut gesehen, wie Anton den Fragen eigentlich ziemlich geschickt ausweicht und immer wieder eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet und dann, naja, der Frage eigentlich ausweicht. Die Frage, wird Vivero von Sklaven hergestellt, hat er ja nur damit beantwortet, dass auch in Amerika Sklaverei geherrscht hat. Aber die Frage, ob Vivero jetzt von Sklaven hergestellt ist oder nicht, die ist noch offen. Und er sagt, wenn er Vivero freigibt an Amerika, an verschiedene andere Staaten, dann wird es den Leuten egal sein, wo das herkommt. Das Einzige, was dann zählt, ist die Wirkung. Und da hat er vielleicht gar nicht mal so Unrecht, wenn ich ehrlich sein darf. Denn wenn Vivero für den Weltmarkt offen zugänglich ist, dann ist natürlich Yara der Nummer 1 Exporteur. Ich weiß nämlich nicht, ob hier vielleicht in anderen Regionen auch Vivero angebaut wird oder ob das dann nur aus Yara kommt. Das heißt, es fließen hier ordentlich Gelder in die Kassen. Und andererseits schert das dann aber niemanden, wie das hergestellt wird. Und wir haben ja hier ein ganzes System an Leuten, die versuchen, Dinge, die passieren, hier in Yara zu vertuschen. Und mit Maria Marquesa als Kulturministerin und derjenigen, die auch für verschiedene Filme hier verantwortlich ist, die hat dann bestimmt schon was auf Lager, um der Welt zu zeigen, in welchen freundlichen und guten Bedingungen die Leute hier arbeiten. Die Sklaven sind natürlich keine Sklaven für die anderen dann, nur wir wissen ja, was hier geschieht. Aber auf jeden Fall wird dann bestimmt ein schöner Imagefilm beworben werden. Vivero, ein schönes neues Medizinprodukt aus Yara, hergestellt von glücklichen Yaranern, die nichts lieber tun, als auf dem Feld zu arbeiten, die natürlich hier vollkommen freiwillig dort sind und einen guten Lohn dafür bekommen. Das wird dann wahrscheinlich nach außen dringen. Aber wie es in Wirklichkeit ist, das wissen nur wir und diejenigen, die hier in Yara leben. Können wir darauf gespannt sein, auf jeden Fall. Können wir sehr, 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 sehr gespannt sein, was sich da noch entwickeln wird. Und die Frage ist jetzt natürlich, Diego hat der Reporterin eine Box überreicht mit Vivero, mit ein paar Medikamenten für ihren Vater, der ja anscheinend schwer krank ist, wie es aussieht. Es ist die Frage, ob das von Anfang an so geplant war, dass also von dem Interview, das wird vermutlich nicht so veröffentlicht werden, weil das ist ja eigentlich komplett sinnlos. Da hat er keine Frage beantwortet oder sowas. Das war ja eigentlich nur so ein fast schon Privatgespräch zwischen der Reporterin und Anton und das war's dann. 2 Minuten und dann ist er schon wieder gegangen. Also viel wird da jetzt wohl nicht nach außen dringen. Und vielleicht ist das Vivero vom Diego, vielleicht ist das geplant, dass quasi dieses Interview wieder gekappt wird, dieses Interview nie an die Öffentlichkeit kommt und eben der Vater mit dem Medikament, mit Vivero, mit dem Krebsmedikament dann den Krebs heilen kann, den Krebs besiegen kann. Es könnte aber natürlich auch sein, dass Dio das möglicherweise von sich aus getan hat, dass Vivero eben das Dio gehalten hat, möglicherweise nur fürs Image im Bild war, damit man den starken Vater sieht und daneben den Sohn, der ihn irgendwann mal vertreten wird oder irgendwann mal ersetzen wird als Herrscher, aber natürlich als Werbung gleich mit so einem Vivero-Päckchen in der Hand, das vielleicht einfach nur wegen dem Image hier gewesen sein soll.
Und Diego hat sich dann einfach dafür entschieden, es der Reporterin zu geben. Wir wissen ja, Diego ist definitiv nicht so eingestellt wie sein Vater. Er versucht, es allen recht zu machen, seinem Vater, aber er versucht, auch seine Meinung durchzusetzen und das schafft er. Und das hat er auch bislang relativ gut geschafft. Er hat uns schon ein paar Mal den Arsch gerettet und vermute mal, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Also wir können gespannt sein, was da noch alles auf uns zukommen wird. Die nächste Mission, der Unruhestifter von Talia, die wartet schon auf uns. Und Talia, wie man jetzt gesehen hat, in der letzten Zwischensequenz auch schon mittlerweile sehr auf Seiten von Libertad. Da haben wir ja ganz andere Töne von ihr gehört damals, als wir das erste Mal hier in die Region gekommen sind. Da hat sie ja gesagt, boah, Libertad, die haben wir gegründet. Die haben uns abgespalten von denen und wir wollen von denen mit denen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Ja, mittlerweile ist nur noch Paolo derjenige, der sagt, er möchte lieber nach Amerika und dort sich ein neues Leben aufbauen, denn als Transperson in Yara ist es vielleicht auch für ihn nicht ganz so einfach. Selbst wenn das Regime Castillo dann irgendwann mal der Vergangenheit angehört. Das ist zumindest seine Denkweise. Ich vermute mal, das Ganze wird dann vermutlich doch ein bisschen anders aussehen. Ich denke mal, die Yaraner sind hier doch weltoffen, würde ich mal behaupten. Aber er versucht natürlich hier das Beste für ihn und für Talia rauszuholen und zu sagen, wir gehen lieber woanders hin, wo wir in Ruhe leben können und wo wir uns vielleicht ein anderes Leben aufbauen können. Mal schauen, wie sich Talia schlussendlich dann entscheiden wird. Die nächste Mission wartet, der Unruhestifter. Wir gucken mal. Maria verarscht uns. Es wird Zeit, dass wir sie verarschen. Zerstöre Werbung ihrer Bullshit-Propaganda-LKWs. Zerstöre ihre Ruhmfabrik. Nimm ihre Welt auseinander. Clara. Die Übertragung ist abgebrochen. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Wir leben noch. Gut. Oh je. Marquesa wird euer Leben ab sofort zur Hölle machen. Beschütze Maximas Matanzas, Dani. Diese Übertragung wurde von Tausenden gehört. Bei uns melden sich bereits viele neue Rekruten. Ich gebe mein Bestes, Clara. Ich rede mit Talia. Vielleicht kann ich Ihnen mit Ihren künstlerischen Differenzen helfen. Ich zähle auf dich, Dani. Ja, und da vorne sind sie auch schon. Tun sie das denn nicht? Nein. Sag mir zwei Dinge, die sie ständig tun. Sie streiten und... Siehst du? Die machen sonst nichts. Im Moment verbringen sie nicht mal Zeit zusammen. Da fehlt der Spaß. Ha, du hast recht. Na, und diese Differenzen von den beiden, die nehmen anscheinend auch hier mittlerweile schon in der Basisgestalt an. Die anderen reden darüber. Aber das ist ganz logisch. Eine Guerriere. Ah, ein bekanntes Gesicht. Paolo ist weg, aber ich muss trotzdem schreien. Du und ich, wir tragen den Krieg direkt zu Maria Marquesa. Das hatte ich schon lange vor. Erst hat uns ihr Kulturministerium auf die schwarze Liste gesetzt. Dann hat sie mich entführt, um mir eine Gehirnwäsche zu verpassen. Tja, wir werden die Scheißzensoren zensieren, Dani. Ihre Propaganda, Plakate, Werbung. Ihre ganze Rumfabrik. Wir machen alles platt, ruinieren sie. Und wenn wir fertig sind, hat Marquesa nicht mal mehr genug Geld für ein Arschlifting. Ihre Scheißpropagandamaschine hat uns unsere Stimme genommen. Also bleibt uns nur noch eins. Unsere Waffen. Aber man merkt schon vom Anfang, als wir das erste Mal hierher gekommen sind, bis zum jetzigen Zeitpunkt, wie sehr sich Talia gewandelt hat und wie sehr sie jetzt für Libertad kämpfen möchte. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir möglicherweise auch Paolo auf unsere Seite ziehen können. Richte Maria zugrunde, damit dir nichts mehr bleibt. Lass die Bitch büßen. Quatschen wir nochmal mit ihr? Machst du jetzt ernst oder nicht? Ja, ich gehe schon gleich los. Okay. Ich würde ganz gerne mal schauen, ob vielleicht Paolo da auch noch irgendwo. Aber sie sagt, der ist weg. Also mit dem können wir dann wahrscheinlich nicht reden, weil der nicht hier sein wird. Wo müssen wir denn hin überhaupt? 3 Kilometer weiter weg hier in Noventarmas. Da müssen wir hin. Da ist anscheinend die Rumfabrik in diesem Gebäude drin. Na gut, den Weg dorthin haben wir uns ja eigentlich schon geebnet. Da kennen wir uns ja schon ein bisschen aus, möchte ich zugeben. Wir können jetzt mal sagen, wir machen vielleicht eine kleine Schnellreise hier ins Versteck Montuno und gehen dann hier nach oben beispielsweise. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Da können wir nämlich schon mal wieder ein bisschen was aufdecken. Dann bei Olor Dulce vorbei, bei Caída del Demonio, Lago de los Leones und so weiter und so fort. Geht's nach oben. Dann gucken wir uns das hier mal an und dann weiter Richtung Norden hier zur Ruhmfabrik. Ich denke mal, das ist ein guter Plan. Das werden wir mal so machen. Das heißt, einmal Schnellreise hierhin in dieses Versteck. Und dann schauen wir mal. Dann decken wir mal ein bisschen wieder was auf hier. Haben wir ja gerade eine Hauptmission erledigt. Dann können wir jetzt ein bisschen wieder auf Entdeckungsreise. Ich wollte eigentlich... Ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles im Griff. Dani, meine
beste Freundin. Mein süßes kleines Ferkel. Aha. Was? Du, ich, Segunda. Großer Platz, Drinks, jetzt! Klingt, als hättest du schon vorgelegt. Gornio, ich komm so schnell es geht. Geh's locker an, Bicho. Oh. Oje, ich schick dir ein Foto von Marquesas Propaganda-Trucks. Tut mir leid, dass du ihr Gesicht sehen musst. Ein Grund mehr, sie auszuschalten. Seit Castillo an der Macht ist, hört man nichts als ihren Propagandadreck. Macht sie fertig, Dani. Na gut, wir wissen ja ganz genau, wie die Trucks aussehen. Das ist aber definitiv nicht der Truck. Warte mal, Fotos tauschen, 1 von 4. Das müssen wir anscheinend zerstören. Okay, interessant. Das hier auch, die roten Boxen, das sind ihre Trucks, die kennen wir. Und natürlich die Werbetafeln. Die Werbetafeln und die Trucks, die kennen wir. Aber diese roten Boxen und die hier haben wir noch nicht so wirklich gesehen, denke ich. Weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall, beim Unruhestifter waren wir bisher schon mal gar nicht so schlecht dabei. 70% müssen wir noch zerstören. Oder 70% haben wir schon zerstört, ich weiß gar nicht. Ich finde sie auf den Hauptstraßen in der Umgebung von Nomentarmas. Talia hat mir Fotos geschickt, damit ich weiß, wonach ich suche. Greift die Rumbeinerei Marquesa an. Talia möchte, dass ich Marias Rumtank und liefere. Kisten zerstöre. Kann es vielleicht sein, dass wir schon 70%, also über 2/3 von der Mission schon erledigt haben, bevor die Mission überhaupt begonnen hat? Könnte theoretisch möglich sein. Entweder wir müssen noch 70% zerstören oder wir haben schon 70% zerstört. Und ich denke mal, es wird sogar Letzteres sein. Wir legen mal das Handy weg. Bei ihm gibt es nämlich was zu quatschen. Was hast du für mich? Eine Vorratslieferung, Dani. Wenn du zuerst da bist, gehört sie uns. Die würde uns lange über Wasser halten. Danke sehr. Naja, wir haben ja schon so viele Abfangmissionen. Wo ist denn die schon wieder? Da unten. Eigentlich gar nicht so weit weg. Da ist jetzt die nächste Mission für Bicho, die Flaschenkinder. In Segunda. Da könnten wir theoretisch auch hin. Aber ich würde jetzt ganz gerne mal da nach oben und hier mal alles aufdecken, damit wir zumindest mal hier sagen können, wir haben alles entdeckt, was es zu entdecken gibt. Das würde ich schon ganz gerne jetzt machen. Und ich würde auch ganz gerne hier vielleicht noch so ein Rezept probieren. Hasenfleisch gegen Explosionen und so. Was haben wir denn normalerweise immer? Flambierte Fajitas? Widerstand gegen Feuer? Verbessert sich? Schäden mit Bögen? Was haben wir denn normalerweise immer? Maximale Ausdauer wird erhöht, Schaden von Waffen mit Schalldämpfern, der Schaden im Schleichmodus werden erhöht. Die Ninja-Nachos, das ist gut. Pumafleisch, 5 Pumafleisch haben wir, 1 brauchen wir. Sehr schön. Und Effektdauer für 6 Stunden, das ist völlig in Ordnung. Dann kommen wir mit unserem Schalldämpfer, den wir hier haben, viel besser klar. Und können gleichzeitig auch ein bisschen leiser durch die Gegend spazieren. Das klingt gut. Okay, das ist dieses Versteck, das Versteck Montuno. Da hinten hätten wir noch ein paar Kisten. Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Die lassen wir aber erstmal dort. Ich würde ganz gerne vielleicht mir ein Pferd ausbauen und mit dem Pferd hier mal rumreiten. Das wäre zum Beispiel eine Idee, dem Libertad-Pfad entlang, bis wir irgendwann mal hier zur Hauptstraße kommen. Wo ist denn diese Übergabe? Da hinten? So, nehmen wir uns da mal so einen Gaul. Wer ist das? Mogote Zebra. Oh, guck mal, das Zebra aus dem Zoo. Das könnte man theoretisch auch mal nehmen. Es ist nicht bekannt, wie Zebras nach Yara kamen, aber Gerüchten zufolge werden seltene Tiere auf dem Schwarzmarkt gehandelt, seit ein gewisser Guerilla eins auf die Insel geschmuggelt hat. Ist das jetzt wirklich ein Zebra oder ein Pferd? Das ist ein Pferd. Das ist 100% ein Pferd, das aussieht wie ein Zebra. Das hat Dani damals auch schon gesagt. Das heißt ja auch Pferd rufen, nicht Zebra rufen. Natürlich ist das ein Pferd. Los! Genau. Es ist alles okay. Pferd in Zebralackierung. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Einmal da hinten hin. Das müssen wir machen. Und das geht natürlich mit dem Pferd oder mit dem Zebra, je nachdem, wie man jetzt das nennen mag. Mit dem Getier, sagen wir mal. Deutlich schneller, als wenn wir hier... Sind wir überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs? Eigentlich nicht. Wurscht. Wir können da vorne abbiegen und drehen wieder um. Alles in Ordnung. So, jetzt darauf. Wir hätten da vorne zwar wieder eine Libertad-Kiste, aber die bleibt einfach mal liegen, würde ich sagen. So, dann wieder hier nach oben. Genau, da würden wir nämlich nur rüberkommen, wo wir eh schon waren. Wieder nach oben. Dann nochmal links abbiegen und einfach dem Libertad-Pfad folgen, den es dann noch gibt. Das müssen wir tun. Auf dem Weg gucken, ob wir vielleicht irgendwas mitnehmen können, ob wir vielleicht irgendwas sammeln können, ob hier am Wegesrand irgendwas rumliegt. Und dann schauen wir mal. Achtung! Dann schauen wir mal, was es dort oben alles noch so zu entdecken gibt. Bestimmt einiges, vor allem dann
Bei dem zweiten Teil. Der erste Teil, da ist glaube ich nicht wirklich was zu entdecken. Das ist eher nur Wildnis, die wir einmal kurz durchlaufen müssen. Und dann haben wir das alles aufgedeckt auf der Karte. Das Hauptziel, das ich habe, das ist, wenn wir das Let's Play hier beenden sollten. Und das wird auf jeden Fall noch lange, lange, lange dauern. Dass wir dann sagen können, wir haben zumindest jeden Punkt auf der Karte einmal angesehen. Und das können wir nur dann sagen, wenn auch wirklich jeder kleinste Punkt auf der Karte aufgedeckt wurde. Das heißt, wenn es keine solche schwarzen oder grauen Schattierungen mehr auf der Karte gibt, sondern wir alles entdeckt haben, was wir entdecken können. Und der hier weiß anscheinend auch wieder mehr als wir. Hier. Und was hast du? Eine Vorratslieferung. Schon wieder? Dann, wenn du zuerst da bist, gehört sie uns. Die würde uns lange über Wasser halten. Das hast du mir ja gerade eben schon erzählt. Was ist noch eine? Das gibt's ja gar nicht. Wo ist die schon wieder? Bergab mit den Dinos. Diesmal weiter unten. Direkt neben dem Kontrollpunkt. Okay. Huch, wo ist das Pferd hin? Das Zebra, meine ich. Bleib da! Das Zebra flüchtet. Scheiße. Na gut, dann lassen wir es mal ziehen. Wir sind ja eigentlich eh schon fast da, wo wir hin wollten. Oder sollen wir es doch wieder nehmen? Da würde ich ganz gerne mal rauf. Mal gucken, was wir da so finden können. Das wäre eine Idee, aber da sollten wir vielleicht sogar ohne Pferd hin. Weil das sieht nämlich sehr hügelig aus. Ich denke mal, das schaffen wir gar nicht so. Wurscht. Gehen wir mal nach oben. Irgendwo muss dann eine Kreuzung kommen mit einer Straße, mit einer Hauptstraße. Die brauchen wir. Und vielleicht kommt uns ja gleich so ein Propagandatruck entgegen, so ein Werbetruck von Maria Marquesa. Und wenn wir den dann zerstören, dann wissen wir ja gleich, in welche Richtung sich diese Prozente hier entwickeln. Entweder Richtung 100 oder Richtung 0. Ich denke mal eher Richtung 100. Also wir sind eigentlich schon relativ gut dabei bei dem Ganzen. Na toll. So, dann können wir uns ja das Auto auch nehmen, theoretisch. So, na warum auch nicht? Ist ja schon deutlich schneller als das Pferd auf jeden Fall, das muss man schon sagen. So, nochmal ganz kurz auf die Map gucken. Wir müssen jetzt erstmal durchfahren bis hier nach unten und dann bis da nach hinten. So, das heißt, ich biege da jetzt mal ab. Und dann drehen wir hier um. Das war, glaube ich, nur so ein Ortsschild. Nicht wirklich ein Plakat, das wir da zerstören müssen. Dann nehmen wir mal die zwei Plakate da oben mal mit, weil das sollte schon funktionieren. 70% waren also nicht die Plakate, die wir brauchen. So, da haben wir alles entdeckt und da oben müssen wir dann abdrehen und da hinauf. Na, mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ja, alles gut. So, machen wir nochmal eine Markierung. Ich setze mal die Markierung hier hin. Weil das noch am ehesten so aussieht, als ob wir da vielleicht irgendetwas finden können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit dem Auto hier bis nach ganz nach oben kommen. Das gibt vorher den Geist auf oder wir zerstören das irgendwie. Heieieiei. Na, so schräg fahren ist auch eine Kunst. Huiuiui. Aua, 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 aua. Ja, 140 Meter. Au, 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 au. Okay, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Wir leben noch, das Auto lebt noch. Wo sind wir hier, bitteschön? Was ist das für ein Gebiet? Oh, hallo. Interessant. Cool. Achtung, Rutschgefahr. Da kann man anscheinend bis nach unten rutschen. Cool. Aber ich will ja gar nicht bis nach unten rutschen, weil ich möchte erstmal da nach drüben gehen. Ja, der hat es wohl nicht überlebt. Der ist begraben von der Schaufel. Und ganz ähnlich, wie das Auto hier parken kann, ist mir ein Rätsel. Also ganz ähnlich, die Bremsen tun mir leid. Wenn ich mein Auto so abstellen müsste auf so einer Steigung, das ist ja unmenschlich. Da tut mir das Auto leid. Also wirklich jetzt, ohne Spaß. Guck dir mal die Steigung an. Da fängst du unten im Raum an und hörst oben an der Decke auf. Das ist die ganze Steigung hier. Das geht im 45-Grad-Winkel nach oben. Hallo, hallo, hallo. Kein Wunder, dass da keiner mehr wohnt. Alter Falter, das ist krass. Und hier gibt's genau nichts mehr. Alles zerstört. Nichts mehr zu finden. Nur ein einsames Pferd.
ein paar Beete, die aber auch nicht besät wurden. Da ist alles brach. Und da drin ist auch nichts. Und so ein altes, uraltes Auto. Da oben waren wir ja schon mal. Also ganz ehrlich, ich habe ja früher immer Schiss gehabt vorm Anfahren, vorm Berganfahren. Aber hier, da würde ich ja umziehen, wenn ich hier parken müsste. Huiuiuiui. Ich würde natürlich jetzt irrsinnig gerne da runterrutschen, aber ich würde da ganz gerne vorher erstmal da die zwei Punkte mitnehmen, bevor wir das machen. Und dann können wir runterrutschen, dann können wir das ruhig mal probieren. So, da oben kreisen schon die Geier, die warten schon darauf, dass wir verrecken. Aber so schnell wird das hoffentlich nicht passieren. So, laufen wir einfach mal die 100 Meter in diese Richtung, drehen dann wieder um, laufen die 100 Meter in die andere Richtung und dann rutschen wir da drunter und gucken mal, wo wir rauskommen. Wahrscheinlich wieder unten an der Hauptstraße, wenn das überhaupt funktioniert. Das ist natürlich... Aha. Die andere Frage. Ich glaube, da ist wieder irgendein Flugzeug gespawnt und direkt gegen die Felswand geflogen. So, und jetzt mal eine Retour. Jetzt sind es 300 Meter, natürlich, weil wir die 100 Meter von gerade eben wieder gut machen müssen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, dass wir da runterrutschen. Irgendwie denke ich, es funktioniert. Irgendwie glaube ich aber auch nicht. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Eieieiei, die warten schon darauf, dass wir verrecken. Hundertprozentig. So, da ist unser Auto. Noch nicht despawned. So, mittlerweile ist es einem Pferd zwei geworden. Und dann laufen wir nochmal die 100 Meter in die andere Richtung, gucken mal, was es dort so gibt. Außer Grünzeug wahrscheinlich nichts. Dann drehen wir wieder um und rutschen mal den Hang hinunter. Und dann bin ich gespannt, ob wir unten an der Hauptstraße rauskommen oder ob das Ganze vielleicht nur so als Show-Einlage dient und wir möglicherweise gar nicht rutschen können. So, entdeckt haben wir alles. Das ganze Gebiet gehört jetzt uns. Das ganze Gebiet hätten wir aufgedeckt und dann setzen wir uns die Markierungen hier hin. Und gucken mal, ob wir die Folge gut abschließen können. Wie schön das aussieht mit dem Lichteinfall da hinten, wie das so durchscheint. Sieht aus wie eine große Feuerwand da hinten. Ist aber natürlich nur das Abendrot wahrscheinlich. So, und jetzt bin ich gespannt. Na, funktioniert ja gar nicht, Frechheit. Na, voll schade. Ich dachte, wir können da unten voll gut rumcruisen. Bis nach unten, bis zur Hauptstraße. Voll die Frechheit. Das funktioniert gar nicht. Das ist eine Lüge. Das geht gar nicht. Boah, jetzt bin ich aber erbost. Na gut, dann nehmen wir uns halt das Auto und fahren mit dem runter. Und ich habe mir schon gedacht, sieht bestimmt voll geil aus, wenn wir da runterrutschen. Geht gar nicht. Alles nur Show. Aua. Aber das funktioniert mit dem Auto. Schnell da unten ankommen. So. Und da sind wir schon, an der Hauptstraße. Und da würde ich mal sagen, machen wir weiter in der nächsten Folge hier bei Let's Play Far Cry Nummer 6. Holen uns dann diesen Teil hier oben bei Caída del Demonio. Da oben gibt es auch noch irgendwie so ein paar Wohnblocks anscheinend. Oder vielleicht sind das auch Glashäuser. Vielleicht ist das auch eine Art Bauernhof hier. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es etwas, das wir uns anschauen werden in der nächsten Folge hier von Let's Play Far Cry Nummer 6. Dann haben wir nämlich hier auch in diesem Teil in Nomentarmas im mittleren Gebiet alles aufgedeckt, was wir aufdecken können. Und dann würde ich sagen, geht es weiter Richtung Norden. Richtung Mission, Richtung Ruhmfabrik, die wir einnehmen wollen. Die ist da oben und irgendwann mal später müssen wir nochmal einen Retourgang einschlagen und nochmal hier nach Segunda zurückkommen und zwar zur nächsten Mission von Bichu. Bin ich mal gespannt, wann das der Fall sein wird. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier von Let's Play Far Cry Nummer 6 und wir sehen uns dann wieder morgen, wenn es weitergeht. Bis dahin, tschüss!